da geht gerade ein bisschen was bei mir an, wo ich meine Knochenmeditation erzähle. Heute früh habe ich beim Frühstück plötzlich auch so Angst gespürt nach dem Gespräch mit Rinpoche gestern Nacht, dass ich jetzt diesen Weg gehe und dermaßen viel Verantwortung für mich übernehme und dann so viel, wie ich noch nie übernommen habe. Und da habe ich dann so Angst bekommen, ob ich das wirklich schaffen kann. Ja, Knochenmeditation. Ich habe meinen Tod mit durch Erwürgen von einem Mann gesehen. Und als ich im Todeskampf war, spürte ich auch Scham, weil ich plötzlich meine Blase und meinen Darm nicht mehr halten konnte. Und der Mann hat es gesehen und mich dann verachtet, mich im Fluss geworfen, weil ich tot war. Und dann sah ich meinen linken großen Zeh, wie der im Wasser immer mehr anschwoll, schwarz wurde und dann der Knochen freilag. Ja, ich habe dann die Knochen nacheinander freigelegt und sah, als es alles freigelegt war, wie schön hell das ist. Und als ich diese Schönheit sah, war gleich auch Trauer da, dass ich das ja im Leben nicht so sehen kann, dass es verborgen ist. Und dann war auch gleich Licht überall. Also es war, als wenn mich die Sonne bestrahlt. Ja, dann bin ich meine Reise weitergegangen in meinen Körper. Dann spürte ich am Rachen, wie eng das da ist. Und dann sah ich das wie auf dem Lebensrad, diese verhungernden Menschen mit den dünnen Hälsen. Und mein Hals war auch so dünn. Ja, den habe ich versucht zu erweitern, damit ich alles, was ich in meinem Körper sehe, dann ja auch da durchbekomme. Ja, die Flüssigkeiten, die sich dann gesammelt haben, war erstmal wie schwarzer Teer, der so im dünnen Rinnsal so rauslief. Und die Organe, die wurden zu kleinen, mini-kleinen Kieselsteinen. Das habe ich wie durch so einen Trichter in den Darm, Dickdarm gefüllt. Und das war dann auch richtig schwer. Und diesen Inhalt dann da durchzupressen, das steckte dann immer wieder fest. Das wollte nicht raus. Dann habe ich den Urin noch dazu genommen, damit es flüssiger wird, aber es hat gar nicht viel gebracht. Es vermischte sich alles und dann lief es überall raus. Aus den Augen, die Nase, Mund, Ohren. Und es war auch kein angenehmes Gefühl, also die ganzen Exkremente da durch meine Augenhöhlen, die drei durchfließen zu sehen. Dann habe ich das Bild vor Augen gehabt, dass ich mich heute mit meinem Ex-Mann treffe und ein Gespräch führen muss oder will. Und da kam Wut hoch. Wut, dass er mich nicht gesehen hat, dass er mich nicht gehört hat, dass er mich nicht verstanden hat. Und diese Wut, die wurde so wie rote Glut und die setzte sich auf meinem Becken fest. Und gleichzeitig spürte ich eine wahnsinnige sexuelle Energie, die wie eine rote Glut war. Und gleichzeitig auch mein Bedürfnis, diese in den Orgasmus rauszulassen. Das habe ich dann gesehen und habe dann versucht, die Tiere ihre Arbeit machen zu lassen, diese rote Schwärze von meinem Becken wegzuknabbern und loszulassen. Und ich habe dann darum gebeten, also dass ich diese Wut nicht mehr spüren will, sie loslassen will.
Und dann sah ich die Dämonen wachsen aus dem Knochenberg, also aus dem Knochenhauptberg. Und ich stand so zwischen denen und sah die erste Leiche, die Wut. Und dann bin ich in diese Leiche reingegangen und habe Wut in meiner Kindheit gesehen. Wut auf meine Mutter, Wut auf meine Schwester, wie ich voller Wut meinen Schreibtisch leergeräumt habe. Und als ich dann vor dem ganzen Zerbrochenen und der ganzen Unordnung stand, war ich wütend, weil ich das wieder aufräumen musste. Ja, und dann, das formte sich wie so ein Dreieck, diese Leiche. Wusste ich nicht, was mache ich mit dieser Wut jetzt? Fütter ich die Dämonen, die Köpfe, dann vermehren die sich. Und dann habe ich sie wie eine Opfergabe hingelegt und die Dämonen zugelassen, dass sie das als Opfer nehmen, also dass ich das ihnen gebe. Und plötzlich sah ich, dass da nicht nur Wut war. Gestern habe ich nämlich mich nicht identifizieren können mit grenzenlosem Hass. Und dann sah ich mich als kleines Kind, 5 Jahre alt vielleicht, bin aus dem Kinderheim mit meiner Mutter gelaufen. Meine Mutter hat da gearbeitet. Und dann einen Berg runterlaufen, wie ich mich zu ihr umdrehe und sage, ich hasse alles. Ich hasse es. Und wenn ich mal Kinder habe, ich will mal ganz viele Kinder haben, die mich alle verprügeln. Meine Mutter hat gesagt, das ist ganz, ganz böse, was du machst. Und ich habe diesen Hass in meinem, also ich habe meine Kinder nicht geprügelt und ich habe 4 Kinder, aber ich habe diesen Hass irgendwo eingesperrt. Da bin ich noch nicht. Da bin ich nicht weitergekommen, weil dann der Gurken kam. Aber ich habe mich gefreut, gleichzeitig, dass ich diesen Hass sehen durfte. Dass da wirklich irgendwas in mir begraben. Irgendwie wie dieser Satz, den du gesagt hast, dieser Kaffeesatz, in mir drin brodelt. Ja, danke. Thank you.